Der Wiesendamm im Hamburger Stadtteil Barmbek. Hier in einer ehemaligen Industriehalle entsteht mit verschiedenen Kultureinrichtungen und dem neuen Bezirksamt ein Komplex der ganz besonderen Art. 30.000 Quadratmeter bieten viel Raum für Begegnung, Kommunikation und Interaktion. Entwickelt wurde das Projekt von der Hamburger Immobiliengesellschaft Sprinkenhof. Haben über diesen Kulturansatz schon auch den Wunsch gehabt, den durch Wohnungsbau geprägten Stadtteil auch mit Leben zu füllen. Und da ist man ganz schnell natürlich auch bei dem Thema Mobilität, bei dem Thema Inklusion und auch bei dem Thema, wie gestaltet man eigentlich Arbeitswelten heute in so einem Gebäudeensemble. Im ersten Teilabschnitt entstand auf 2400 Quadratmetern das neue Theaterzentrum Wiese. Die bis zu 7 Meter hohen Proberäume verfügen über säulenfreie Schwingböden. Zudem gibt es hier Unterrichts- und Büroräume, eine kunstorientierte Kita sowie einen Veranstaltungsraum. Das sind ja Ausbildungsakademien, das junge Schauspielhaus und die Theaterakademie. Und die öffnen sich für den Stadtteil und machen hier regelmäßig Veranstaltungen. Das Ganze wird natürlich kombiniert mit gastronomischen Angeboten und eben einfach Aufenthaltsqualität. Im zweiten Teilabschnitt folgte auf rund 11.500 Quadratmetern der Bau des Theatercampus, ein kulturelles Zentrum für junge darstellende Kunst. Die Nutzer sind zwei etablierte Kultureinrichtungen der Stadt, die Theaterakademie des jungen Schauspielhauses und der Hochschule für Musik und Theater. Säle und Funktionsräume wurden dabei direkt in den Hallenkomplex eingebaut. Künstler brauchen etwas, eine raue Atmosphäre und da passt ein neuer, gelackter Neubau eigentlich nicht dazu. Und deswegen haben wir das hier, glaube ich, sehr gut hinbekommen, dass wir die Neubauten mehr im Inneren haben. Wir haben gesagt, das sind wie Schuhkartons, die wir reingesetzt haben in die Gebäude und dann viele Räume reingezogen, aber teilweise mit offenen Fluren nach oben, sodass das immer erlebbar bleibt, was eigentlich die Historie dieses Gebäudes war. Im Westen der Fläche entsteht bis 2026 das neue Bezirksamt. Dafür wird zum einen die bestehende Hallenstruktur durch eine Blockrandbebauung erweitert. Zum anderen ist ein freistehendes, 13-geschossiges Hochhaus geplant. Dadurch entsteht ein attraktiver Platz mit Zugang zum Barmbeker Stichkanal. Das Neubauprojekt wird dabei vollständig als Building Information Modeling realisiert. Das Besondere ist, dass wir hier eben moderne, zukunftsweisende Arbeitsplätze errichten wollen. Und das soll sich auch in der Flächengestaltung auf allen Ebenen dokumentieren. Wir werden hier 580 Arbeitsplätze errichten, werden aber hier mindestens 720 Mitarbeitenden haben. Und das in unmittelbarer Nachbarschaft der Theatermeile. Ich hoffe, dass es dort einen kreativen Austausch gibt. Die enge Verzahnung von Leben, Arbeit und Kultur, eingebettet in einem stark verdichteten Umfeld, macht das Gebäudeensemble am Wiesendamm zu einem einmaligen Projekt und innovativen Vorreiter. Der durch die Pandemie geschwächte innerstädtische Raum wird gestärkt. So entsteht eine neue Lebens- und Arbeitsqualität mit innovativen New-Work-Konzepten.